Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film The Magic Flute, das Vermächtnis der Zauberflöte. Worum geht es in diesem Film? In diesem Film geht es um Tim Walker, gespielt von Jack Wolfe, den man zum Beispiel aus The Witcher kennt. Dessen Vater ist gestorben und unser Tim hat ein ziemlich großes Talent für den Gesang. Und dann, er sollte seinen Vater versprechen, sobald sein Vater gestorben ist, weil er unheilbar krank ist, sollte er sich aufmachen zu dem Internat von Mozart, um dort weiter seine Gesangskarriere voranzutreiben. Als der Vater starb, hat er es mit Mühe und Not dann doch übers Herz gebracht, zu dieser Schule zu gehen und seine Mutter alleine zu lassen und kommt dann bei dieser Schule an. Aber er hat von seinem Vater das Buch von der magischen Flöte bekommen. Eines Nachts kommen so drei magische Kugeln in sein Zimmer und führen ihn zu einer geheimnisvollen Uhr, wo ein Buch fehlt. Und er steckt das Buch von seinem Vater dort hinein. Und dann passiert etwas außergewöhnlich Magisches. So ungefähr kann man den Film zusammenfassen, ohne zu spoilern. Ja, also ich muss sagen, vom Trailer her hatte ich eigentlich eher gedacht, das ist so ein Abenteuerfilm. Aber das ist so ein Mix aus Abenteuerfilm und Musical. Ich habe die magische Flöte nie gesehen, nie gehört oder sonst irgendwas in meiner Schulzeit. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie nah es am Original ist. Aber ich muss sagen, sie haben den Film sehr interessant inszeniert. Durch diesen Wechsel und alles macht das schon sehr, sehr interessant sein. Es wird viel gesungen, weil der Film ist dann doch als Musical angegeben und nicht als Abenteuerfilm, wie man es von Trailer hätte ja vermuten können. Aber es gibt auch ganz normale Passagen, wo ganz normal gesprochen wird und so weiter. Auch so die anderen Charaktere, die sind sehr interessant gemacht. Ein bisschen habe ich ein Problem mit Sabine Devalli. Denk mal, so ungefähr wird sie ausgesprochen. Sie spricht oder spielt die Königin der Nacht. Nicht mit ihr als solches, sondern mit der deutschen Stimme. Beziehungsweise auch mit der deutschen Gesangsstimme, weil wenn sie singt. Also ich bin kein Kenner von Opern und sowas. Also ich habe sie teilweise gar nicht verstanden, weil sie sehr hoch natürlich auch gesungen hat, was da wahrscheinlich dazu passt. Aber ich habe sie teilweise akustisch gar nicht verstanden, was sie da gesungen hat, von den Worten her. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, ob das so dazugehört. Ich habe keine Ahnung. Aber mir kam das teilweise echt schwierig vor, da die Worte zu verstehen. Aber ansonsten, die CGI, die in dem Film ist, war super. Die ganzen anderen Charaktere, die da waren, waren zwar teilweise mehr Randgruppen bzw. Randfiguren, die waren jetzt eigentlich weniger wichtig gewesen. Aber trotzdem, super Leute dabei, passt alles. Und auch wie sich dann unser Tim dann in der Schule durchboxen muss, um seine Erfolge zu bekommen. Alles super, hat wirklich Spaß gemacht, war sehr interessant gewesen. Und wie gesagt, ich kenne die Vorlage nicht. Ich weiß nicht, wie das mit der magischen Flöte sonst so, wie das Original ist. Kann ich nicht sagen, aber ich muss sagen, um da so ein bisschen das Interesse für so etwas zu wecken, ist der Film für mich gar nicht schlecht gewesen. Aber das muss ich sagen. Also, die haben sich echt Mühe gegeben. Die haben, wie gesagt, also ich weiß nicht, wie das alles im Original ist, ob die teilweise im Original wirklich das alles so singen können. Aber scheinen wohl wirklich Sänger, Opernsänger und sowas alles wohl gewesen zu sein. Wie das jetzt mit der deutschen Fassung ist keine Ahnung, ob das da auch irgendwelche Opernsänger oder sowas waren. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es war stimmig. Es war einstimmiges Bild mit superschönen Szenenwechseln, mit einer guten Story,
die sich nicht nur auf die magische Flöte konzentriert hat, sondern auch auf die Charaktere, die da mit dabei sind. Ja, doch. Also, der Film kann was. Ist zwar jetzt nicht so unbedingt mein Genre mit so diese ganze Zeit mit Gesang und dies und das vermischt in den Filmszenen mit drin. Also für Leute, die der Gesang bei Walt Disney-Filmen teilweise auf die Nerven geht, die sollten sich den Film vielleicht nicht angucken, weil in dem Film wird noch öfters gesungen. Also das muss man da ganz klar dazu sagen. Also wer jetzt genauso wie ich dachte aus dem Trailer raus, es ist mehr ein Abenteuerfilm, wo ein bisschen gesungen wird, der sollte sich da nicht von täuschen lassen. Denn es ist wirklich mehr ein Musical im Film mit drin gemischt. Also der Gesang steht da doch schon sehr im Vordergrund. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir auch wieder. Ja, wie gesagt, also der Film hat eine interessante Story, eine interessante Erzählweise, talentierte Schauspieler, keine Frage. Wer sowas mit Operngesang mag, der sollte sich den Film wahrscheinlich sich mal angucken. Also ich kenne den Film halt nicht, beziehungsweise ich kenne die Vorlage halt nicht. Aber ich muss sagen, ich fand es interessant und würde sagen, ich gebe dem Film gute 4 Sterne, weil der Film interessant ist, weil der Film Spaß macht, gute Charaktere hat. Das passt alles soweit zusammen. Das kann man wirklich so machen. Und ja, auf jeden Fall eine Anguckempfehlung für Leute, die das in dem Bereich gerne mögen. Ja, das war die Filmbewertung von Das Vermächtnis der magischen Flöte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.